Okay, treffen wir den nächsten Kandidaten, der was über Rittersporn weiß, eventuell. Oh, Katze. Ich weiß, von denen ich streicheln können. Der leuchtende Punkt dort rechts ist wahrscheinlich der Typ, der uns in die Falle. Der uns die Falle hier nicht reingelockt hat, aber. Dass das ganz eng gebockt hat. Seltsam. Nö, ich bleib jetzt hier nicht stehen zum Kämpfen. Direkt auf zum nächsten. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gamla. So, hier. Na komm, Plätze. Ach so, das ist gar nicht mehr weit. Hätten wir auch zu Fuß geschafft. Willkommen, willkommen. Immer herein. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. Mhm. So besser? Okay. Du bist also Elihal. Hast du mit Rittersporn, ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts. Was für ein Flötchen. Er war vollkommen betrunken. Der Rittersporn, das ist echt. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was dann passiert ist. Hör doch auf. So betrunken war er nicht, dass er das nicht gemerkt hätte. Außerdem interessieren mich Männer nicht. Der Rittersporn. Auch gleich gesagt. Der hat echt. Zum Glück ist Rittersporn ein Weg. Der hat Lust. Muss man harmlos ausdrücken. Der hat Bock auf. Etwas notgeil. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Das Notfallgeil war jetzt nicht nur auf ihn bezogen, an nix. Meine, worüber habt ihr gesprochen? Du soll er sich kleiden, wie er soll? Soll er sich bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Soll er sein, wie er will? Wir haben uns ganz normal unterhalten. Wir haben schon zwei oder drei andere Frauen gesehen, mit denen er. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Das Gesamtbild wirkt gerade irgendwie ein bisschen. Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden.
Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Person. Bitte dann eine Kleidung für uns. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Warum nicht? Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Okay, Milady. Haben Sie was für mich? Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Ja. Oha. Elegante Maske für den Maskenball. Questgegenstand. Elegante Maske für den Maskenball. Elegante Maske für den Maskenball. Ah, wir werden auf den Maskenball gehen. Wolfsmaske. Vogelmaske. Brauchen wir später für irgendeine Quest. Ich nehme die Wolfsmaske. Okay, ich habe mal eine Höflingswams. Nimm alle nur eins Rüstung. Ist nur fürs Aussehen. Tja, also, vom Aussehen her würde ich davon jetzt nichts so unbedingt nehmen. Nein, danke. Bis dann. Da gefällt das Aussehen hier schon besser. Wenn es nur zum optischen Zweck ist. So, zwei haben wir noch vor uns. Marabella und Molly. Na dann, auf geht's. Da bauen wir die noch ab. Zeig mir, was du zu bieten hast. Lauf, Plätze! Okay, lauf mal in der Stadt lieber zu Fuß, damit ich wirklich drastisch schneller. Ich bin mobiler zu Fuß. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Na dann. Da wären wir doch schon. Aha. Was sehen meine entzündeten Augen da? Das bin ich. Warte draußen. Wir haben noch Unterricht. Na, Unterricht. Es eilt leider. Es geht um Rittersporn. Ich bin Geralt und ich bin... Geralt, ich kenne dich. Gut, wenn du dich dazusetzen willst, dann tu das. Kinder, der Rattenfänger hat leider Fieber, aber dafür haben wir die Ehre, einen echten Hexer willkommen zu heißen, der uns von seinem Beruf erzählen wird. Aber... Hurra! Das ist toll! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Naja, also... Also, wer will die erste Frage stellen? Ich! Alle sagen, Hexer sind unzüchtig! Was heißt das? Wie alt bist du eigentlich? 9. 8. Warte noch ein paar Jahre.
dann verrate ich's dir. Kinder, jetzt ist es aber genug. Nächste Frage. Stimmt es, dass Hexer Könige töten? Nur wenn es ganz, ganz böse waren. Wenn sich ein Verfluchter in ein Monster verwandelt, muss ein Hexer ihn töten. Auch wenn er ein König ist. Dann war König Foltest ein Monster? Wie ist es, wenn man jemandem den Kopf abhaut? Kannst du uns das mal zeigen? Dürfen wir mal deine Wen von euch soll ich nehmen? Das reicht für heute. Packt eure Sachen, wir sehen uns morgen früh wieder. Hurra! Sagt Meister Geralt auf Wiedersehen. Echt toll, dass du da warst. Ich hätte lieber den Rattenfänger gehört. Also, bitte sag mir, warum du hier bist. Ja. Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht, nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Aha. Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold, er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht... Ich freue mich schon, ihn zu treffen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Kannst du meinst, aber Blitze mich schreiben. Würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher, ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher, ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Nein, schreib lieber kein Gedicht über Blitze. Ich verstehe nicht viel von Poesie. Nein, tu es lieber nicht. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Lass gut sein. Was hat's da gerade gemacht? Mama, wo bist du? Weiß doch, Papa wird wütend, wenn er sieht, dass ich mit anderen rede. Einmal Kinder schubsen. Ganz genau. Nö, hier bin ich falsch. Ah, ein paar Ratten hier. Was haben wir hier unten? Abgeschlossen. Schade. Die reichen Leute, Cognac und Wein und ich. Hast du genug? Ja. So, das ist schon abhauen. Ach, was so ist. Kampfesübungen. Das ging schnell. Streitkolben können wir später verkaufen. Bitte schön, was zu essen. So, da wären wir. Nächste Bewachte. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren.
Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelbuth. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Wenn es denn sein muss. Also, wenn Molly da ist, dann mal los. Novigrad, Gildorf. Ein Pferderennen. Müssen wir teilnehmen, oder wie? Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir hier gezeugt, dem Sieger von Wohle. Kleiner Hinweis darauf, dass mir auch von der Sorte gab. Es mehrere Plätze gab. Ich wette auf den schwarzen Hengst da. Nemrod. Reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Na, wenn's... ja. Nicht. Ich würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Warum nicht? Der Schwarze ist dein Favorit. Mal sehen, was ein nilfgaardischer Hengst so kann. Ich werde nicht reiten, aber ich wette auf einen Sieger. Meine Wahl fällt auf die graue Stute. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem schwarzen Pferd immer natürlich. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Plötzlich ist auch ein Schwarzer. Das. Das muss passen. Reiter, bereit? Nein. Nun das Pferd ran. Schneller. Ey. Das Pferd fährt gar nicht los. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Bisschen auf die Ausdauer achten. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist.
Nicht das Pferd schonen. So sehr schön. Los, wieder umholen. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich weiß da nicht, wie schnell, wie lang die Strecke noch ist. Da müssen wir ein bisschen auf die Ausdauer achten. Vorsprung holen und dann. Okay, sehr schön. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Ich kann noch reiten. Das ist deins. Überlegeneren Sattel. Jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Stämmig? Und komm zu uns, wenn du nach Norwegen zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Okay, ich werde mal kurz gucken. Sattel. 50 Ausdauer. Der aktuelle hat 40 Ausdauer. Na, sehr schön. Einmal wechseln, bitte. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Ja. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Diese Pakete, könnten es Koffer oder Reisetaschen gewesen sein? Und dieses Mädchen, vielleicht eine Bardin? Ja, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Sie ist eine fahrende Künstlerin, kam übers Meer aus Kovir. Talentierte Familie, nicht? Enorm. Und auch sehr liebevoll, bin ich mir sicher. Wenn du nur wüsstest, Rittersporn hat sogar ein Gedicht für sie geschrieben. Für meine liebste Kalonetta, oder so. Oh, so einen Bruder hätte ich gern. Sind nicht Brüder und Geschwister. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Danke, Molly. Warte, bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Brat dich mit Sultan. Ah, okay. Ist echt ein Flittchen, dieser... So schmerzhaft wie das Leben. Dieser... Rittersporn. Mit jeder Frau ins Bett springen, die er auf den Weg trifft. Echt ein Edelmann.
Okay, da müssen wir hin. Auf Plätze. Zurück in der Stadt. Zurück zu Sultan. Reden wir mal mit ihm und er hat wahrscheinlich seinen Teil dann auch schon gemacht. Hoffentlich. Dann haben wir wahrscheinlich neue Erkenntnisse zum. Zum Fall und dann. Noch einer! Los, lauf mit den anderen nach Hause! Herr, hab doch Gnade! Wir können nirgendwo hin! Für uns heißt es Novigrad oder der Tod! Jetzt reicht's mir aber mit euch! Schiebt ab! Sonst lasse ich euch aufspießen! Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Von der Täuschungsstufe, da müssen wir mal echt drauf leveln. Lass sie durch, bevor ich wütend werde. Hä? Soll das eine Drohung sein? So redest du nicht mit mir. Oh nein! Schluss jetzt! Packt ihn! Auf geht's. Der erste ist tot. Verdammt. Nicht so schwer wie die Sache Leute in der Gasse, aber muss auch mal ein bisschen aufpassen. Das war nicht gut. Sehr gut. Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Das klingt gut. Sollten wir vielleicht mal hin, aber nicht gerade jetzt. Wenn wir da jetzt hingehen, da haben wir wieder kriegen wir Probleme mit zu heftigen Gegnern. So, was haben wir hier? 45 Schaden, 76 Schaden. Ah, nee. Stumpfe Armbrustbolzen. Können wir schön verkaufen. Ich hoffe, dass irgendwann noch mal den Schmied wieder findet, der mit dem Silberschwert, der uns das verkaufen wollte. Es wäre gar nicht schlecht, dass wir das mal wieder finden. Hier oben, Ritter. So, dann mal hier hinein. Und hier ist eine kleine Quest. Würden wir es dann eher wahrscheinlich später machen, aber. Was willst du? Ich bin Mux, Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe in einer ernsten Sache. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ist nur was Kleines, was. Ich habe eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz.
Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Du bist trocken wie Stockfisch.